liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe, ich habe heute einen besonderen Gast, da freue ich mich, unseren Dieter Gmitschek. Unser Dieter, darf ich du sagen? Wir sagen so auch du miteinander. Nein. Dieter Gmitschek war Oberbürgermeister Stadt Zeitz über 18 Jahre. Ihnen meisten ja hier bekannt in unserer Region, aber unser Sender wird ja auch überregional angesehen. Und jetzt ist Dieter auch im Stadtrat in der Stadt Zeitz und er kennt auch die andere Seite, die parlamentarische Aufgabe, wie gut oder schlecht es erfüllt wird. Aber Dieter stellt sich, unser Gmitschek, Dieter stellt sich zur Verfügung für die Grünen Bündnis 90 zur kommenden Landtagswahl als Direktkandidat. Ich hatte in der letzten Sendung schon mal erklärt, den Unterschied zwischen einem Direktkandidat und einem Listenplatz. Also du stellst dich als Person zur Verfügung, um und für unsere Region zu vertreten. Ist das so richtig, Dieter? Ja. Jetzt würde ich mal, jetzt soll ja ich nicht reden, sondern soll Dieter soll reden. Wir können in freier Form. Ich wollte jetzt auch kein großes Parteiprogramm vorlesen, das kann jeder Bürger sich selber ansehen. Jetzt mal ganz wichtig, warum tust du das eigentlich an, dass du dich nochmal als Kandidat zur Verfügung stellst? Die Grünen sind ja von ihrem eigentlichen Anspruch her Basisdemokraten. Und ich denke, die Probleme, die man vor Ort wahrnimmt, sind ja nicht nur vor Ort entstanden, sondern die pflanzen sich durch über Kreis, Land in den Bund hinein, beziehungsweise haben da ihre Ursachen. Und insofern ist es immer notwendig, die Rahmenbedingungen, die Politik von oben her setzt, so zu verändern, dass man vor Ort auch damit vernünftig leben kann, dass wir als Gesellschaft eine vernünftige Rahmenbedingung haben. Das ist fein. Jetzt habe ich mal aufgeschrieben gehabt, was zu werten. Ich weiß, dass du ein Mensch mit Werten bist und ich habe bei der CDU ein Plakat untergelesen, Werte erhalten. Ich würde ja gerne auch einladen unseren CDU-Kandidaten, aber der hat sich bisher noch nicht gerührt, trotz zweifachen Anschreibens. Und er hat das Wort Werte benutzt. Ich würde ja gerne mal fragen, welchen Werten strebst du nach oder welche Werte sind für dich wichtig? Ich denke, das ist eine Grundsatzfrage, die uns alle umtreiben sollte, die mich aber persönlich auch umtreibt. Ich denke, die Wertediskussion, die wir mal in einer intensiven Debatte über die Zeit der Wende hatten, kommt mir im Moment zu kurz. Die Politik läuft aus meiner Sicht auch etwas dadurch falsch, dass man sich nicht mit langfristigen Lösungen verständigt und nicht tatsächlich Werte als Grundlage, als eigene Grundlage hat, sondern wir befinden uns immer in einer Tagespolitik und versuchen Tagesaufgaben zu lösen, was notwendig ist, aber dieses sollte immer eingebettet sein in eine grundlegende Bewertung, in eine nachhaltige Wertung der Aufgaben, die vor uns stehen. Und da möchte ich aber jetzt ganz konkret werden und sagen, es sind für mich natürlich die Bewahrung der Werte, die uns auf dieser Erde überhaupt leben lassen. Das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber wir sind immer noch ein Teil der Natur und von der Natur abhängig. Und wenn wir diese Rahmenbedingungen nicht bewahren und wenn wir nicht unsere Natur nachhaltig auch schützen, gefährden wir unser eigenes Dasein. So viel. Das ist ja lieb, so ein Thema anzusprechen. Und wir in unserem Burgenlandkreis sind ja von der Veränderung der Politik schon betroffen. Man nennt es auch Strukturwandel. Und zwar, wir haben die MIBRAG doch als mitgrößten Arbeitgeber bei uns, Braunkohleabbau. Da sind wir fast beim Thema mal ein bisschen. Wie ist denn deine Einstellung zu der Braunkohle und zu der Technologie? Ich glaube, das ist, was die Menschen doch interessiert, glaube ich. Ja, diese Frage taucht immer wieder auf und die Grünen werden gerne in dem Zusammenhang als die genannt, die dieses einfach von heute auf morgen beseitigen wollen und damit die Grundlage unserer Region, unsere wirtschaftliche Grundlage in Frage stellen. Dann kann ich erst einmal beruhigenderweise sagen, dem ist nicht so. Wir wissen sehr wohl, woher wir kommen und dass die Braunkohle mal die Basis unserer wirtschaftlichen Entwicklung war. Aber bitte, wir müssen akzeptieren, war. Die Welt hat sich inzwischen weitergedreht. Der Tagebau, den wir im Moment haben in Profen, der bietet noch für viele Jahre Braunkohle zum Abbau genug, sodass überhaupt nicht die momentane Existenz in Frage gestellt ist. Wir müssen aber einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Braunkohle keine Zukunft mehr bietet und dass sie als Erzeuger für Elektroenergie denkbar ungeeignet ist. Wir müssen
Wir müssen uns heute intensiv damit beschäftigen, welche innovative Lösungen und welche Arbeitsplätze für morgen wir schaffen, damit auch die Kumpels aus der Braunkohle eine Zukunft haben. Denn wie gesagt, mit Braunkohle ist sie nicht gegeben. Danke, Dieter. Ist ja bekannt, dass ich echt der Liberale bin, der Wirtschaftliche. Ja. Aber für Argumente sind wir immer auch offen. Ich finde, das bessere Argument soll zählen. Aber ich kann das ja auch mal sagen, es kommt ein Strukturwandel auf uns zu. Der sicherlich nicht in einem Jahr, fünf Jahre ist, aber Politik ist doch auch die Aufgabe, auch für die nächste Generation zu denken. Ja. Hast du denn Visionen für unsere Braunkohleabbaugebiete denn dann? Oder für den Strukturwandel, wie wir das verkraften könnten hier in der Stadt? Den Strukturwandel, denke ich, haben wir in einer nie gekannten Form über die Wende und in den 4-5 Jahren danach erlebt. Ich denke, da kann keiner ein besseres Lied von singen als unsere Region Zeitz. Und ich denke, wir haben es damals etwas vernachlässigt und wir vernachlässigen auch heute unsere Chancen, wenn wir meinen, mit dem Vorhandenen und mit dem, was sich über Südzucker entwickelt, finden wir einen Neuanfang. Das ist mir zu wenig. Ich denke, wir müssen auf Bundes-, Landes-, Kreis-, aber auch auf kommunaler Ebene einfach die materiellen Möglichkeiten, die wir haben, doch mal deutlich auf den Prüfstand stellen und einfach mehr Möglichkeiten, mehr finanzielle Möglichkeiten auch in die Zukunft zu stecken. Das heißt, wir treten immer in der Kurzformel, wir investieren lieber in Köpfe als in Beton. Wir müssen also mehr im weitesten Sinne in Bildung investieren. Das heißt, wir müssen auch die Forschung intensivieren, wir müssen die Verzahnung Forschung-Wirtschaft einfach intensivieren, um Antworten zu finden. Politiker müssen auch ihre Grenzen erkennen und ich maße mir nicht an, diese zukunftsfähigen Felder jetzt zu benennen. Aber was mich schon seit längerem beschäftigt mit der Ansiedlung damals von Zeitzguss, die ich ja in den Anfängen entscheidend begleiten konnte, ist, wie können wir zum Beispiel eine Tiefenfertigung der Gussteile erreichen? Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Entwicklung der C-Mark. Wie können wir also nicht nur Gussteile im rohen Zustand herstellen und verkaufen, sondern wie können wir sie einfach so weiter bearbeiten, dass dadurch auch ein mögliches Endprodukt hergestellt werden kann? Das sind so Fragen, die man aber gemeinsam mit der Industrie, gemeinsam mit den handelnden Personen diskutieren kann. Und dann habe ich einfach die Hoffnung, dass auch diese Energiewende, die einfach um uns herum läuft, auch noch viele Zukunftschancen hat. Zeitzguss ist ja ein Teil davon, sodass mir da eigentlich nicht bange ist. Mir ist nur bange davor, dass wir diese Chancen, die ich sehe, einfach verstreichen lassen und immer noch auf einen großen Investor warten, der von außen kommt. Ich denke, davon sollten wir uns verabschieden. Du hast mich jetzt damit beeindruckt. Bei dir fiel auch ein schönes Wort, das war dieses Anmaßung von Wissen. Und das muss ich jetzt aus meinem Hobby einfach auch Ihnen Zuschauer sagen. Das ist ein ganz bekannter Satz eben von dem Friedrich Hayek, dem großen liberalen Nobelpreisträger, der den Vorwurf immer gehabt hatte, der immer sagte, Anmaßung von Wissen, das ist so ein klassisches Spiel der Politik. Und da gibt es einen zweiten wichtigen Satz, der immer heißt, ein Markt ist ein Entdeckungsverfahren, man weiß nicht, was ankommt, man muss es einfach probieren. Also eigentlich hast du mal aus der Seele gesprochen, muss ich mal so zugeben, ich soll zwar neutral sein, ein bisschen darf ich trotzdem Wertung auch selber abgeben. Mal was Wichtiges, was ich auch sehr schön von dir finde, du hast ja auch in Zeitz, bist du ja geblieben, du wohnst da so auch nicht weit weg von hier, von unserem Büro, hast ein eigenes Haus, also man hat das Gefühl, dir ist was an unserer Region wirklich gelegen, für dich und für die nächsten Generationen. Und jetzt ist die Frage, diese AfD, die so plötzlich hervorspringt wie ein Phönix aus der Asche. Am Anfang war es ja die eurokritische Partei und jetzt muss ich sagen, ich bin auch ein bisschen der Eurokritiker, war sie mir ein bisschen sympathisch, aber wichtige Köpfe sind nun mal weggegangen, ja letztlich von der AfD. Und man hat das Gefühl, es geht eigentlich nur noch um Ausländer und um Angst, um Verteilung und Hass letztlich. Was sagst du zu dieser Angelegenheit? Ein bisschen ist ein heißes Thema, wo sich die wenigsten rantrauen. Traust du dir dazu, eine Aussage zu treffen? Ich denke, wir haben, wenn wir unsere Vergangenheit analysieren,
und uns als eine Welt verstehen. Ein gerüttelt Maß an Mitverantwortung für diese völlig destabile, instabile und für den einzelnen Flüchtling unzumutbare Situation im Nahen Osten. Wir haben also eine Mitverantwortung an dem Zustandekommen dieser Flüchtlingsursache. Dem kann man nur genügen, wenn man ihnen zurzeit einfach hilft. Und das natürlich ohne eine Obergrenze. Ich habe da heute zutreffend in der Zeitung gelesen, wenn ich eine Obergrenze diskutiere, dann diskutiere die ich eigentlich auch als eine Obergrenze von Menschlichkeit. Und das ist für mich ein Wert, der dabei überhaupt nicht zur Debatte stehen darf. Ich bin also ohne Wenn und Aber dafür, die Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich hier zu integrieren. Integrieren heißt aber auch nicht, dass dann 100% dieser Flüchtlinge hier bleiben werden, sondern das war in der Vergangenheit schon immer so. Ein Gutteil wird auch wieder zurückgehen. Und vielleicht treffen wir dann in Zukunft in dem Raum, den wir auch wirtschaftlich aufgrund der reichen Öl- und Gasvorkommen brauchen, dann einfach auf Personen, die mit uns zusammen, weil sie uns hier kennengelernt haben und uns auch als Gesellschaft schätzen, die eigene Region aufbauen werden und dies mit uns zusammen leisten werden. Das heißt, für mich ist das auch zugleich eine große Chance für morgen. Und dieser Chance sollten wir uns nicht versagen. Ganz persönlich kann ich nur sagen, ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, in unserem Häuschen Flüchtlingen auch eine Unterkunft anzubieten und ihnen einfach ein Stück Geborgenheit für das Heute zu bieten. Das waren richtig schöne Worte, bewegend. Gut. Das bewegt mich auch. Ja, mich auch. Es ist immer schade, dass die Diskussionen heute so kurzfristig sind, von einer Wahl zur nächsten. Also unterm Strich könnte ich es mal zusammenfassen. Das Nachhaltige ist bei dir nicht nur eine Worthülse, sondern du meinst es wirklich so, eine nachhaltige Geschichte auch für die nächsten Generationen. Ich denke, das ist auch so eine Erfahrung, die man mit dem Alter gewinnt. Dass man einfach in größeren Zeitrahmen beginnt zu denken und auch ein Stück seiner eigenen Endlichkeit im Blick hat und sich Gedanken macht, wie es dann weitergehen kann. Und ich denke, jeder ist in der Pflicht, auch diese Erkenntnisse, die er persönlich gewinnt, einfach weiter zu vermitteln. Dieter, es war für mich ein spannendes Gespräch. Es war für mich ein Gespräch, vor allem, dass wir noch ein gewisses Niveau mal erreicht haben. Ich würde mir wünschen, das ist einfach ein Angebot, auch das Wort Bildung, hattest du ja vorhin auch erwähnt. Bildung ist nicht nur Schulbildung für mich, Bildung ist ja auch viel das Zusammenleben der Menschen, auch philosophische Grundgedanken oder wie nimmt man Rechtsauffassungen auf, was heißt Rechtsstaat. Bezüglich Wahlkampf, liebe Zuschauer, Wahlkampf ist ein grausames Wort, man stellt sich zur Wahl letztlich und Sie können entscheiden, der Demokratie, mir liegt dies näher oder dies näher, bitte gehen Sie zur Wahl. Ich möchte mich dann heute mit diesen doch ein bisschen ernsthaften Worten mal auch verabschieden, finde ich sehr gut. Und ich verspreche Ihnen nach der Wahl, Dieter, nehmen wir uns einmal wieder Zeit, vielleicht noch ein paar ernsthafte Gespräche zu führen. Ich glaube, es wäre auch mal notwendig, der Bevölkerung auch Themen mal nahezulegen, Argumente tatsächlich auszutauschen und wegzukommen von diesem Hin, Her, dieses Schnellargument, das Sondergebot, wähle mich, ich bin besser, ich hole mehr. Ich glaube, das ist nicht gut. Wichtig ist die Nachhaltigkeit, langfristige. Und das hat mir heute sehr viel gebracht. Ich bedanke mich bei dir. Ebenso. Dankeschön. Danke.